Wir können aber daheim was bauen. Muss mal sehen, wie das funktioniert. Ja. Du hast da Werkbänke, du hast da Waffenbänke, Rüstungsbänke. Und das frage mich, was man mit den ganzen Klamotten machen kann. Ich habe haufenweise Klamotten. Da steht was. Schön, schön, spazier. Ja, der Onkel. Ja, ich bin geizig. Das ist der Onkel geht gerade walken. I'm walking down the street, so I'm walking. Jetzt müssten die rein theoretisch dieses Spiel nochmal rausbringen in der Dead Island. Naja, The Walking Dead Atmosphäre. Dass du dann auch so Häuser plündern kannst und. Mit der Grafik vielleicht noch ein bisschen besser. Zombies abmurksen, da steht was. Bin eigentlich immer voll und am Umräumen. Ja, die 250 Felder ich oder echt, so. Ich räum gar nicht um. Eigentlich gucke ich immer, dass ich nicht zu voll beladen bin. Wo ist dein Hund eigentlich? Lass du mich das mal ausreden. Ja, wo ist dein Hund? Und wenn ich... Hast du keinen? Boah. Und wenn ich voll beladen bin, dann gehe ich meistens in irgendeine auffällige Kiste, dort stecke ich alles rein, dann mache ich Schnellreise nach Hause, gehe dann wieder zurück, hole mir das aus der Kiste raus. Ach so. Und dann mache ich weiter, bis ich wieder voll bin. Das ist was zum Geier. Cool. Der Kuscher, Und den nimmer. Dass du nicht anmachen sollst. Okay, der hat halt nicht mehr viel gemeldet. Ja, super. Mit den Granaten komme ich auch noch nicht so ganz klar, muss ich sagen. Kannst du Licht anmachen irgendwie? Der hat bestimmt Licht anmachen. Länger drücken, Q. Alter. Ich soll länger Q drücken? Ja. Kreis, Mann, du Vogel. Er sucht den Kuh auf den Controller. Ich hab keinen. Jo, Matze, warst auch cool lange dabei. Klar, schön, super, dass du dabei gewesen bist. Da geht noch einer im Bett, sag gute Nacht. Jo, gute Nacht. Hier, da hat's schon, da gibt's noch. So. Genau, deswegen habe ich gefahren nach dem Hund. Da kannst du nämlich auch was reinräumen. Ich weiß zwar nicht, wie viel Platz im Hund ist, aber das geht, das habe ich jetzt. Auch gehört, ja. So ein Gepäckträger, Esel. Da muss ja irgendwo einer sein, da waren nämlich drei. Aber es ist schon krass, wie. Länger gut gedrückt haben. Das wusste ich nicht, also das mit dem Kreis länger gedrückt haben, wusste ich nicht. Achso, das habe ich jetzt auch gelernt dann. Weil das kann ich dann auch um mein Netz blicken. Ich kann dann auch, ich kann nicht dann machen. Und das wäre das Licht, denn der Crash sagte mir, wie das geht, wie das Licht angeht. Hä? Das ist abgehauen. Es gibt ja auch welche, die hauen ab. Den habe ich getötet. Oh, wir haben wieder noch einen dazu bekommen können. Okay, die Richtung. Also ich glaube, die Klamotten sind dann bloß zu verkaufen, da weil so richtig daraus was machen kannst du nicht. Hast du nicht in deiner Heimatbasis, doch, du kannst den Pip-Boy auch weiß stellen und seine Taschenlampe auch weiß. Ah, okay. Was ist eigentlich, gibt es in deiner Base, die du baust, nicht sowas wie so Schränke, kannst du die da auch bauen, so größere Lager und dann, dass du einfach, dass die einfach wollen, dass du alles dahin schleppst, weil du gehst ja immer wieder dahin zurück. Mach ich doch auch schon. Kann man ja, ist der Panzer, den du da so gern mochtest? Man muss doch aber irgendwie auch pimpen können, auch das, dass du mehr mitnehmen kannst, außer jetzt Stärke zu tunen. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Eigenschaftenmäßig? Was? Dass die Tragelast irgendwie Skills, dass die Stärke höher geht, außer Stärke. Nur was Eigenes, was echt. Gibt es da noch Eigenschaften? Weiß ich nicht, ich hab das Spiel auch. Welche Level bist du jetzt? Welches? Bin ich. Guck mal, ich kann wieder was machen. Apropos, können wir vielleicht mal stärker machen. Ne? Kannst du jetzt schneller laufen? Boah, wie viele Felder gibt's denn da? Dann höre ein oder? Ich so, wie hab ich das gekriegt? Aber ich kann schon 250 tragen. 249. Ein?
Ich habe jetzt gerade gedacht, da kommt was Spannendes und warte, hat was geschrieben. Ich glaube 10 sogar. Kannst du alle im Menü unter Anzeige einstellen, auf Dauer geht. Achso, das geht extrem auf die Augen. Mit dem grünen Licht. Außer es wird dann irgendwann mal hell, ich hoffe es doch. Ah, Pip-Boy. Wo kann man das einstellen? Pimp-Boy. Nee, Pip. Radio, nee, Musik. Nee. Die habe ich nicht überhört. Das ist schon ein geiles Game, das ist echt gut, ja. Hilfsmittel oder was? Nee, keine Ahnung, diverses? Wo kann ich denn hier am Pip-Boy das einstellen? Crash hilft dem Onkel nochmal. Kannst du alle im Menü unter Anzeige einstellen? Auf Dauer geht das extrem auf die Augen mit Anzeige. Dem grünen Licht im Menü. Einstellen, Anzeige, ja. Hier. Weiter runter. Pip-Boy-Farbe, da ist es ja. Ich glaube, die Pip-Boy-Farbe nicht umändern. Da steht das. Da. Start gleich Anzeige. Hm, Dankeschön. Und dann hast du da RGB. RGB-Kabel. Das ist doch die Hutfarbe. Das ist die Hutfarbe, die HUD-Farbe, die HUD-Farbe, Channel. Und die Pip-Boy-Farbe will ich umgehen. Oder ist das irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ja, es geht nur darum, dass das grün ist halt die ganze Zeit. Was ist das? Oh, eine Pflanze. Ein Blut. Blutblatt. Blutblatt. Ja, ich geigle jetzt hier auch bloß, deswegen ist es gerade sowas von egal, ob ich langsam nach Hause laufe. Ja, aber du musst ja sagen, du hast gerade ein teures Level geopfert, um einen Platz mehr zu bekommen. Ja, ich glaube, es waren sogar 10. Ich glaube, es waren vorher 240. Pink geht auch, nimm mal Pink. Ach Junge! Hello Kitty! Anzeige. Hello Onkel ist das dann. Das ist doch der einfach rechts rüber. Ja, geh mal rechts rüber, bis pink wird. Oder ist es das hier? Drück, probier doch. Kannst du nichts verlieren. Drehst du da zurück. Ja. Passiert nichts, siehst du? Falsch. Okay. Ach so, da oben ist die Farbe. Weiß ich, was ist. Ach guck, das ist sogar die Farbe. Das ist gelb. Ich hab sogar kleine Richter erwischt. Ach so, und jetzt ist aber auch die Pip-Boy gelb. Das ist nicht so kacke. Da drauf drücken. Alter, ich bin schon völlig durch. Onkel ist platt. Okay, Fabrik, ja. Rot, boah. Alter. Ist das perfekt? Schwarz? Und da siehst du gar nichts mehr. Ah, da ist es, ja. Jetzt kommt es langsam ins Pinke. Boah. So. Ich stehe jetzt gerade als Frau. Das ist die Hello Kitty Farbe. Wundervoll. Da war das helle aber besser. Mir hat das Dings gut gefallen, dieses gelbe. Krasse Rot. Echt? Das war so schön grell. Wo das Pip gesehen hat, hat er scheint gesagt, gar nicht mehr so hell. Mhm. Rot ist cool, ja. Boah. Cool. Da steht was. Geil. Ach, Pip-Boy und Menü kannst du extra stellen noch. Weil, ich weiß nicht, das Pip-Boy, das sollte irgendwie, ne? Rot sein. Nee, grün sein, weil also. Das ist das alte Menü. Das sollte schon grün sein.
Weißt du, das erinnert mich immer an meinen Gameboy, der war ja auch so grün. Ne? Der Gameboy hat auch alles grün gehabt. Der ganz alte. Weiß nicht, ist optimal und auch gut lesbar. Weiß, meint er, weiß ist optimal und gut lesbar. Okay, er hat recht. Weiß am besten? Weiß ist es am besten? Hau nicht meine Hülle. Na, nicht recht. Ich bin sanft zu deiner Hülle. Sind wir zu Das Hause, klang jetzt ein sind wir bisschen zu komisch, Hause, ne? sind wir zu Hause. Alles cool. Was hat die für kleine Stümmel da dran? Ui, die sitzt in den Nieder. Tschüss. Wo noch eine? Muss mal pinkeln. Geh mal pinkeln. Das ganze Bier muss raus. Bingeln. Bingeln. Da steht noch was. Monochrom ist das. Monochrom ist das gewonnen. Okay, Chef. Weiße Bierflasche. Ich glaube, da hinten ist unser Zuhause. Ja, jetzt muss ich wieder über den scheiß Fluss drüber. Da haben wir wieder ordentlich mich verseucht. Die haben hier wieder ordentlich mich verseucht. Ja, super. Jetzt muss ich mal ordentlich reinhauen. Ja, Drogen. Ja, Drogen, Rad zu fahren, ne? warum geht das jetzt hier nicht? Warum kriege ich jetzt hier keinen Schaden? Ist doch Kacke. Zur Aufklärung, was ich vorhin meinte, der Wieler kommt sowieso, bevor der Part hier kommt. Ich werde keine Singleplayer-Projekte mehr machen. Auf Gamers RP. Da habe ich irgendwie, weiß nicht, bringt mir nichts. Ich werde da nur noch angezockt machen, so 1 bis 10 Parts oder keine Ahnung, wie viel es werden, da lasse ich mich nicht. Aber so richtig Let's Play-Projekte, Singleplayer werde ich nicht mehr machen. Deswegen habe ich auch Fallout 4 sowie auch Witcher 3 wird dann halt auch abgebrochen. Weiß auch nicht, irgendwie. Was sagst du? Irgendwie. Ja. Wir haben auch die Koop- oder Multiplayer-Projekte viel besser geschaut. Das ist ja mein Hund. Mein Köter. Boah, ich trinke mal einen Schluck richtiges Wasser. Es ist bald. So, hier, das habe ich schon dicht gebaut. Hier. Das ist das Einzige, was ich mal probiert habe. Aber hinten die kleine Hütte gebaut. Klamotten sind doch aber wirklich nur zu verkaufen da, oder? Du spielst das schon ewig. Bin ich da richtig? Weil ich habe haufenweise Klamotten, aber. Es gibt Schrott, Mods. Oh, kalt. Aber ich glaube, jetzt kommt langsam die Müdigkeit durch. Kann schon passieren. Na, wenn man mal bei Onkel ist, dann muss man das ausnutzen, ne? Richtig? Was baust du da? Ist ein Unfall. Was baust du da? Vier.
Noch einer dazu. Ja. Hallo. Hallo. Sind wir da? Immer da, immer noch. Ich muss kurz deine Wichstücher ein bisschen wegpacken. Weil das ist nämlich hier sowieso eine Aufgabe. Was? Dass du hier so. Dass du hier so. Dass du hier was baust. Für die Leute, weil du kriegst dann irgendwann Leute dazu. Okay. Da habe ich jetzt 5 Leute hier. Echt? Die pennen auch, geil. Da musste ich jetzt hier Betten reinstellen. Dann habe ich ja mit dem Strom ein bisschen rumgespielt, hier ja im Generator hier rein. Da musste ich so Kästen setzen, dass die überhaupt eine Lampe brennt. Und geil. Musste ich hier Strom. Werden die auch angegriffen? Ach, deswegen wahrscheinlich ja, die Türme, ne? Dann habe ich hier hinten noch so das kleine Labor reingehauen. Da habe ich auch so ein Licht. Wo ist denn das Licht einmal hin? Da habe ich mal so Lampen reingebaut. Wo sind die hin? Da musst du über so Stromkäste, das ist komisch zu machen mit dem. Ich hänge halt überall Kabel rum. Mit Lampen sind überall weg. Ich habe gehört, die Leute aus dem Windschwarm. Ich habe gehört, die Leute auf dem Windschwarm sollten sich darum kümmern. Ich muss dich mal Essen kochen. Gut, dann begib dich zur Windschwarm. Mhm. Und hier habe ich so ein kleines Gebäude hingestellt. Ja. Ich habe meine Werkstatt. Da habe ich so einen Meckanzug gefunden, da habe ich die ganzen Ersatzteile raus. Und den nutze ich dann halt als kompletten. Und dann kann ich den mal reparieren. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich mir schon drüber gedacht. Und ich habe nämlich hier einen kompletten Schrank voll Klamotten. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. So viel Kleidung trage ich nie. Einfach nur mal einsammeln oder kann man die noch irgendwie verarbeiten. Oder ja, vielleicht. Das alles. Ja, auf jeden Fall, die haben ja einen Wert. Die kannst du ja alle verkaufen. Mhm. Wo habe ich jetzt hier? Ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Das ist cool. Die ganzen Lampen sind weg. Wo sind die Lampen weg? Verglüht. Ja, wenn du bauen willst, drückst du einfach lang hier. Dann kommst du hier so ein Menü, dann kannst du hier Strukturen bauen. Ach. Und. Sind das so Unterordner, oder? Was ist das jetzt? Ja, du kannst halt hier Wände bauen und bla bla. Tür. Kannst du gleich fertige Häuser bauen, zum Beispiel. Boah. So ein riesiges Gebäude bauen hier. Und ja. Ja, was brauchst du? Das ist ja so ein ganz normales Haus hier, wie das hier. Wie sowas. Da oben steht auch Leute, Essen. Genau, genau. Was ich habe 5 Leute, habe für Essen für 5 Leute, Wasser für 6 Leute, Energie für 8 Leute, Schutz für 15 Leute. Betten für 5, die Moral hoch, ja. Und das ist so ein Gebäude gewesen, da habe ich einfach bloß eine Wand drumherum mal gezimmert und einen kleinen Balkon hier oben drauf gemacht, weil ein bisschen mit Keller. Keine Ahnung, ich habe hier mal ein bisschen getestet. Das wollte ich wissen. Ja. Kannst du. Was kostet das jetzt an Ressourcen? Stehen wir da. Keramik. Ich weiß aber, ist das jetzt, brauche ich 100 oder habe ich 113 von 8 oder brauche ich 113 und habe bloß, nee, das ist ja Quatsch, das wäre ja. Du brauchst 8 und 2, hinten steht immer, was du brauchst. Ja, weil dann verstehe ich nicht, warum ich hier, die Kochstation hier nicht bauen kann. Verstehe ich nicht. Zeig. Ich sehe die nicht, ich kann die nicht bauen. Steht doch da, benötigen Rang 2. Lokalen Anführer. Lokaler Anführer wird benötigt. Level 2. Ach so. Da, da. Aber ist ja nicht schlimm, ich bin ja da. Ich bin da. Also nee, aber ich weiß nicht, wie du den bekommst. Musst du dafür was abschließen? Ja, du kannst die Leute, ich habe hier zum Beispiel hier hinten, musste ich auch ein kleines Feld anbauen. Du hast so einen kleinen Garten hier angebaut und die ganze Zeit, da musst du jemanden rekrutieren dorthin. Achso, Anführerpunkte. Das kann sein, ja. Genau. Und dann kannst du die Kasse machen. Jetzt abrechnen. Junge, du willst was zu fretten? Sag es mal. Dann kann ich jetzt sozusagen den hier zur Kasse schicken. Lokale Anführung, wie mache ich den? Ich weiß ja gar nicht, wo der steht. Los. Kannst du dir jetzt irgendwas zuweisen? Zum Kochen zum Beispiel. Zu Betten. Da wird sogar ein Bett benötigt, stand da.
Kann ich dir die zum lokalen Anführer? Ich würde jetzt gerne den hier zum lokalen Anführer machen, den hier. So, wie machst du das? Befehligen, X. Du bist der Anführer. Du bist jetzt hier der Anführer, oder? Okay. Ja, du bist der Anführer. Immer. Ich bin da aber schon lange über Level 2. Aber nicht bei lokalen Anführer. Weiß ich, wie ich hier lokalen Anführer benennen kann. Und was stehen überhaupt hier an die ganzen Sachen, was man ist? Ich hier vielleicht ans Schild gehen? Ja, nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht sagen. Ich habe auch schon die ganze Stadt vom Schrott befreit. Also, kannst du mich hier rumlaufen, kannst den ganzen Schrott einsacken. Wo ist denn dein Roboter eigentlich? Lebt der noch? Ja. Kosovo? Den darf man nicht verschrammen. Hab ich auch schon probiert. Der ging mir auch Nerven, ey. Ja, so doch. Ja. Hier mit der Kettensäge. Guck, diese Person kann nicht. Das ja, keine Ahnung. Wie stehen sie den lokalen Führer machen können? Steht da irgendwas? Hm. Ach nee. Oh, keine Ahnung. Wie ich den zum Führer machen kann. Zum Führer. Er ist wieder da. Bewegen. Dann kann ich ihn überhin bewegen lassen. Kann ich ja nicht irgendeinen ernennen zum Führer? Los! Go! Okay. Da ist eine Lampe da am Kopf. Links. Was sieht die denn aus? Keine Ahnung, warum hat die so eine Lampe da? Was ist das? Was? Die Lampe. Das ist Energiezeug halt, ne? Oder Strom. Ja. Hm. Generatoren. Also bist du denn? Eine Windturbine oder? Was kann die? Steckdosen, Licht und hier so Dinger. Rekruten, das könnte man eigentlich schon machen, was wir hier haben. Mhm. Kannst du sogar bauen schon. Benötigt einen Dingsbums. Wie funktioniert das? Ja, ich muss sagen, das kann man das hier so hinstellen. Ich kann mich nämlich das Kabel dafür ziehen. So, Kabel ist dran. Jetzt funktioniert das jetzt ja. Was kannst du da machen? Kannst du das nicht anschreiben? Ah, du kannst jetzt aber einen beauftragen zu funken. Bau einen Generator, sagt er. Was? Bau einen Generator, stand da gerade. Ob das Ding hat er jetzt schon, oder? Bau einen Generator, steht da oben, wenn du es ansprichst. Dann kann ich das Ding auch wegreißen, ja. Kann ich das auch nur ordentlich hinstellen und kann mir einfach einen Generator daneben zimmern. Boah. Reicht das so ein kleiner? Das brauche ich ja bloß eins, ne? Mhm. In die Ecke da wollte ich den Zaun hin. Geht das? Na komm, komm, oh, was? Hey. Was sollst du unten stehen? Kannst du mal rein stehen? Jetzt. Und wo war das Ding? Das hier. Gibt es das auch größer? Aktiver Lautsprecher. Rekruten. Rekrutierungsfunktion. Na ja, dann holt das Lock die an. Das ist jetzt im Boden gebaut.
bisschen höher. Mhm. Aufs Dach wollen wir. So, hier Kabel. So, jetzt ist es eigentlich, ne? Oh! Oh, jetzt habe ich schon 6 Leute da wieder. Ging ja fix. Ging ja mal fix, dass da jetzt jemand dazu kam. Hast du angelockt mit dem Mast. Mhm. Jetzt habe ich natürlich bloß Essen für 5. Und Betten für 5. Und Betten für 5. Aber kein Ding. Ja, einer muss halt am Boden schlafen. Passt dir noch ein Bett irgendwo rein? Ja, bestimmt. Oh. Das sollen wir jetzt schon mal ein anderes Haus wieder mit benutzen, obwohl da passt noch ein Bett hin, ja. Nein. Ja, so falsch. Betten, ein schönes Bett, natürlich. So, upsa. Upsa. So, jetzt haben wir aber Essen für 5 nur. Aber ich glaube, ich habe noch was zum Anpflanzen da. Ich sage, zum Zugucken ist das glaube ich nicht so überraschend. Doch, mir macht es Spaß, aber ich bin gerade müde. Ah, guck mal, wir können jetzt sogar hinpflanzen, ne? Hier vorne sind die ganzen Milde drin. Oh, war eine Karotte habe ich. Muss ich da jetzt wieder jemanden dafür einsetzen oder? Oder macht die das dann auch mit? Das weiß ich jetzt nicht. Hallo? Bin da. Was? Mhm. Ja, müsste gehen. Sollte gehen. Oh. Join. Ne, so. Jetzt aber Essen für 6. Ah, alles klar. Cool. So, wo ist denn überhaupt der 6? Fragen wir mal so rum. Den kannst du einen Bauern holen, oder? Der ist nicht neu, der ist nicht neu, die ist nicht neu. Hey, June, läuft das einigermaßen? Wo ist denn der 6? Du bist der 6. Bist du da vorne? Für einer. Die ist neu. Siedler. Wir kennen uns noch nicht. Ich wollte dir persönlich dafür danken. Ich wollte dir persönlich dafür danken. Ach, den musst du jetzt aufnehmen, ne? Also, die Gemeinschaft. Dann kannst du die benennen. Brauchst du irgendwas? Nein, gerade nicht. Brauchst du im Moment irgendwas? Läuft alles gerade nicht. Im Moment läuft alles recht gut. Hallo? Nein. Dann machst du das Fenster auf, was zu. Ja, kurz. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich will nur ein bisschen handeln. Cool, der Fahrklammer. Hm? Wie viel hatte die Geld? Steht nicht da, ne? Kronkorken. Kronkorken. Egal, ich brauch's schon. So. Ja, jetzt haben wir 6 Siedler. Es werden mehr. Cool, so funktioniert das. Okay. Aber ich denke mal, das wird jetzt durch diesen Turm noch mehr haben. Ich hoffe, es wird bald auch zurück. Schon gar. 6 Leute, 6. Dein Hund. Cool, den habe ich jetzt nur weggeschickt schon. Guck, wie der abhaut. Voll traurig. Da habe ich nach Hause geschickt, bestimmt. Weil es war dort, wo ich war, ein bisschen zu gefährlich. Kann er nicht sterben? Weil das scheiß Vieh, das rennt ja einfach vor und macht das ist dann, wenn du ja leise Stealth irgendwo rein willst, also unauffällig dann. Und das scheiß Vieh, das rennt vor, dann ist das auch wieder Kacke. Mhm. Ja,
wenigstens weg. Ich bin immer noch kein Bruder. Na, du bist leider wieder. Nach 7 Stunden. So. Ja, aber wenn ich mal eine kurze Runde Fallout gezockt. Ich find's geil, das Spiel ist echt top. Muss man schon kennen. Seid ihr noch fit? Seid ihr noch fit? Ich bin jetzt wieder fit. Ja. Du? Nee, ich meine die anderen, aber gar keiner mehr schreibt. Seid ihr noch fit? Ich stehe noch nicht, weil alle langsam ein bisschen abkacken. Ich auch. Aber am geilsten, weil man das kann man das. Na no, Mann, toll gelacht, toll gelacht. Ja, okay. Den hast du ja auch nicht gesehen, ne? Den Mac-Anzug immer da. Ist geil. Kannst du auch reingehen? Ja, klar. Tada! Ich hab den erst wieder voll. Lädt er sich auf? Der Kern. Krasse Scheiße. Schieß mal. Wie schieß mal? Ne? Hat der keine Waffen? Doch, meine Waffen, die ich einstecken habe. Normalerweise eine Minigun, aber die ist alle. Da war ich schon kräftig an. Cool, also lädt das Ding ist wahrscheinlich schon selber. Habe ich den Fusionskern gefunden? Nee. Ja. Okay, liebe Freunde, ja, würde ich sagen, machen wir langsam mal hier Schatten dicht. War auf jeden Fall cool. Wurde immer ruhiger mit der Zeit, als wirklich so bei uns so richtig erst gemerkt, wie es so bergabwärts ging. Ja, nach so ein paar Stunden ist man ja immer noch müde. Aber wir werden es dann nochmal hochladen für euch. Komplett. Ich weiß ja nicht, wie viele Parts, das macht der Onkel, der kann das ja bei mir hochladen. Richtig. Okay, dann war es das halt mit dem Livestream. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gewinnspiel ist ja schon durch. War auch schön. Überrascht. Ich kann nur sagen, super Publikum, echt Spaß gemacht. Für mich mal was Neues, vielleicht habe ich noch nie einen Livestream mitgemacht. Bin jetzt gerade ein bisschen müde, aber. Boah, jetzt Schluss. Also, danke, dass ihr da wart. Man hört sich, man sieht sich, mal gucken, wenn wir mal wieder sowas starten. Und ja, Rivano fährt dann morgen wieder Richtung Heimat. Nachher. Und ja, also nachher, ja. Okay, also dann. Ciao, liebe Leute. Ciao.